Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal PokéDentist. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn in diesem Video werden wir wieder einmal Mini-Tins von 151 Pokémon 151 öffnen. Und die habe ich mal wieder bei Rossmann bekommen, unerwartet und jetzt vor ein paar Tagen. Das heißt, ich weiß nicht, wie gesagt, woher die diese Tins immer nehmen, aber da war ein ganzes Display. Ich habe noch drei abbekommen. Eine Dame vor mir hat ein bisschen mehr zugeschlagen. Ich hoffe, du siehst das hier. Und ja, in eigener Sache würde ich noch gerne eine kleine Werbung einbauen, und zwar für meinen neuen Discord-Server. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da joinen würdet. Da wird es immer Informationen geben zu Livestreams, Videos und so weiter. Außerdem könnt ihr dort an Giveaways teilnehmen und euch einfach austauschen. Genau, und da würde ich jetzt sagen, wir machen gar nicht lange rum, sondern gehen direkt rein ins Video. Da sind wir mit den wunderbaren 151 Mini-Tins, die ich tatsächlich nochmal bekommen habe, beim guten Rossmann. Und natürlich ein Rossmann Zweier Blister. Da würde ich mal schauen, was da haben wir hier. Maskerade und Karmesin und Purpur. Und nachdem ich letztens schon gescannt wurde von Rossmann, bin ich gespannt, ob das hier alles so mit rechten Dingen zugeht. Das schauen wir uns natürlich gleich an. Und ja, es ist immer noch möglich, 151 Mini-Tins auf Deutsch bei Rossmann zu bekommen. Das ist unfassbar, wo die das herhaben. Ich habe keine Ahnung, ob die Dinger selber drucken oder was auch immer. Auf jeden Fall war irgend so eine nette Dame vor mir im Rossmann an dem kleinen Regal, wo die Tins drin liegen. Da war ein komplettes Display drin und sie hat einfach alle genommen. Und dann habe ich gefragt, ob ich auch noch was bekomme. Dann lagen diese drei noch gerade noch da und dann hat sie gesagt, ah, sie dürfen sich auch was nehmen. Und dann habe ich mir diese hier genommen. Und die werden wir heute öffnen, mit der Hoffnung, endlich entweder ein Godpack zu ziehen oder zumindest mal Glurak oder irgendeine Altart wäre auch schon nice. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt rein. Ich mache die Teile auf, wir sehen uns gleich und dann schauen wir mal, in welcher Reihenfolge wir das heute alles öffnen. Okay, ich habe alle aufgemacht und wir fangen jetzt in dieser Reihenfolge an. Wir fangen mit Electek an, öffnen dann den Zweierblister von Rossmann und dann noch die beiden anderen Mini-Tins. Die legen wir mal so lange hier hoch, ich habe die alle geöffnet. Und schauen wir mal, ob wir gescannt wurden. Sieht schon mal gut aus. Die Dame vor mir, hoffentlich hat sie keinen Packluck. Also wirklich eine bodenlose Frechheit. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich wollte alles nur für mein Kind kaufen, natürlich. Nicht. Schauen wir mal, ob wir heute auch vielleicht eine schöne Karte dabei haben, die wir vielleicht ins Giveaway geben können. Genau. Bei diesem Punkt muss ich auch noch gleich sagen, vielen, vielen, vielen Dank für 2000 Abos. Das hätte ich nie gedacht. Deswegen möchte ich mich auf diesem Weg schon mal bedanken. Da wird noch ein kleines Special folgen, denke ich. Ihr könnt mir gerne mal was in die Kommentare schreiben, was ihr cool fänden würdet. Eher so Schwert und Schild oder Kamezin und Purpur. Vielleicht auch wieder 151, wobei das sehr schwierig ist. Da muss ich schon irgendwo in die Druckerei von Rossmann gehen. Und ja, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, seit wann ihr hier auf meinem Kanal Abonnent seid. Wenn ihr es noch nicht seid, könnt ihr gerne abonnieren. Daumen nach oben auf das Video sowieso, das würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach den Kartentrick. Hier habt ihr Leute. Ist das dein Scheiß Ernst? Das habe ich ja noch nie gesehen. Leute, ich mache schon so lange Packs auf. Das ist mir noch nie untergekommen. What the fuck? Okay, also, gönnt euch die Codekarte. Ich habe eben gedacht, weil ich habe hier ein neues Setup, wo auch die Kamera, die ich jetzt hier benutze, ein Licht hat. Dachte ich eben, dass die so hell ist, dass man es deswegen nicht sieht, aber wie strange. Okay, direkt ins Thumbnail. Einfach die krasseste Codekarte überhaupt. Wenn ihr die Codekarte gewinnen wollt, nee, Quatsch, also ey, das ist ja abartig. Okay, also das muss doch was heißen. Jetzt ziehen wir ein Godpack und wir gehen rein mit Feuerenergie. Nein, aber hier direkt eine wunderschöne Holo-Energy. Boah, das blendet aber übel. Dieser Samen. Fleckmon, schon mal kein Godpack, glaube ich. Vulcano, achso, sieht man sehr gut. Entoron. Pinsir.
Bills Transfer. Bisasam Reverse. Gar nicht so günstig. Digda Reverse. Und Electroball Holo. Okay, das war ein richtiges schlechtes Pack. Mit einer wunderbaren Codecard. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt bei allen Packs so ist hier. Oder eben nicht. Okay, ich habe jetzt mal noch ein bisschen rangezoomt und wir machen hier direkt das nächste Booster auf. Zack. Ah. Achtung, ich bin gespannt. Codekarte. Ah, oh, okay. Das hat geklappt. Und wir sagen Wasserenergie. Nein. So, jetzt habe ich mich mal ein bisschen anders hingesetzt, damit es nicht so blendet. Also ich, Tentara, Ratzfratz, Shiggy, Schlurp, Smetbo, Labras, Radweg, Glutexo Reverse, sehr gut. Und ein Raupi. Eine Art Rare. Das ist doch eine wunderschöne Karte. Dann haben wir noch was hinten dran. Ein Chanera Holo. Ach, die ist doch super süß. Tolle Karte. Wir gehen rein in den Rossmann Blister. Und ich werde bestimmt wieder irgendwas zerreißen. Hilfe. Ich habe es geschafft. Und wir fangen an mit dem Base-Set von Karmesin und Purpur. Mal gucken, ob wir da eine Altart, eine Rhydon oder sowas rausziehen. Bisher haben die Rossmann Blister, wie wir alle wissen, gut gegönnt. Das ist auch eine Karte nach vorne. Heute recht einfach kein Schwert und Schild. Und Wasser. Nein, das Gegenteil. Feuerenergie. Kano, Schuppert. Zwiebs. Trank. Wollen wir auch mal zwischendurch. Glänzsister. Bestimmt eine Holo. Nigiragi, Jim. Habe ich die Full Art? Oder? Ja, doch. Bailonda Reverse. Riffex Reverse. Und Rhydon Holo. Okay, weiter geht es mit Masquerade im Zwielicht. Quajutsu, natürlich die crazy Altart in dem Set und auch eine der geilsten Karten der Karmesin und Purpur-Reihe. Hier blitzt es, meine Kamera. Wenn es kurz geblitzt hat, ich wurde nicht geblitzt, weil ich zu schnell war, sondern das war die Kamera. Ach, die Witze. Okay, Feuer. Nein. Pipi, Knattertox, Volbeat, Luxio, Scaraborn. Wir machen hier mal ein bisschen schneller. Wimperball, Lumiflora. So, und jetzt die Frage. Gönnt das Rossmann? Blister. Sieht schlecht aus. Und oh, Ogerpom. Cool. Ich habe letztens schon so eine gezogen, in meinem letzten Video. Die grüne Maske. Sehr spielstark wohl. Keine Ahnung, was mit der ist. Aber ich glaube, ich habe sie noch nicht. Kann aber auch sein, dass ich sie schon habe. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber immerhin ein Hit. Nächste Minitipp. Wir sind gespannt. Dieser Codekarten-Scheiß. Das war ja witzig. Es könnte ja auch einfach mal noch ein drittes Booster drin sein. Vorausgesetzt, man kriegt das Ding auf. So, Kadabra ist natürlich auch sehr schön. Hallo. Rein in das erste Booster. Rate mal jetzt in den Kommentaren, was ziehe. Ohne weiterzumachen, ohne zu cheaten. Zack. 151 geht eben immer. Wasser. Oh nein, kein Wasser, aber schon wieder eine Holo Energy. Die gehen wir mal dahin. Habitat. Knofenser. Grabador. Myrapler. Kingler. Energiestiger. Rizaros. Sandama. Waputzi. Leute. Leute, es läuft. Und Flamara. Holo. Diese Kapuzzi ist natürlich auch mega süß. Das ist übrigens eine meiner Lieblingskarten von den Art Rares. Cool. Weiter geht es mit dem nächsten Booster. Das ist doch eine sehr gute Ausbeute bisher. Vielleicht sollte ich auch mal in die Kamera gucken. Das wäre ja schon mal eine Idee. Wir gehen rein und sagen Pflanze. Nein, Wasser. Bullpix. Ups. Magnetilo. Raupi. Tut mir leid, dass es so spiegelt teilweise. Evoli. Dragonair.
Simon, Kabuto, Shiggy Reverse. Nein, Voltoball Reverse und... Alter, Leute, das ist ein ultra geiles Ding. Erikas Einladung. Die 30 Euro für die Tins sind auf jeden Fall gerade schon locker wieder raus. Da ich ja auch schon alle hab. Eine wunderschöne Karte. Ist jetzt nicht die Altart, aber auch sehr, sehr schön. Okay, Last Tin Magic. Ich empfehle euch, warum ich eigentlich auch wieder dieses Video gemacht habe. Ich habe jetzt schon auch hier einige Rossmann-Videos, gemacht. Ich muss immer wieder sagen, es lohnt sich, da vorbeizugucken. Letztes Mal war es natürlich so ein bisschen, dass es so angekündigt wurde, dass Rossmann eben wieder 151 hat. Aber ich habe immer das Gefühl, diese Mitarbeiter dort, No Front, die haben überhaupt gar keinen Plan, was die da überhaupt verkaufen. Und legen dann einfach random irgendwas raus, was sie gerade in die Hände kriegen. So kann ich mir das nur erklären. Und dann kommt die Tussi vor mir und kauft alles weg. Macht aber nichts, weil schauen wir mal die Hits an. Das hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Ich hoffe, sie nicht. So, hier die Codekarte. Wir ziehen nämlich jetzt noch das Altart Glurak, was echt über 100 Euro wert ist. Und ich sage, Wasser. Oh, das ist doch ein Zeichen. Komm, jetzt geht's los. Vorletztes Booster, Dicta, Traumato. Meint ihr, Traumato ist traumatisiert? Golbat, Überreste, Snowbelicat, Arctos Reverse, auch nicht wenig wert. Marco, ich brauch nichts mehr sagen. Das ist doch super! Okay. Also Leute, Raichu noch. Alter, das ist doch klasse. Vielleicht mache ich ein Community Master Set, dass ich noch eins mache und dann ganz viel Geld verkauft oder verschenkt in einem Giveaway. Bestimmt. Hier so einmal die Codekarte und jetzt Last Pack Magic im heutigen Opening. Es kann eigentlich nur super laufen, hoffe ich. Die Mini-Tins haben bei mir auch nicht so geil gegönnt bisher, also heute auf jeden Fall natürlich, aber ich bin ultra zufrieden mit 3 Art Rares und einer Full Art und wir ziehen jetzt wie gesagt noch Glurak, Turtok oder Visafloor, natürlich SAR, also Altart, oder das Godpack. Also das Godpack ist so im Feeling mehr dabei. Deswegen sagen wir jetzt, was könnten wir sagen? Elektroenergie und dann geht's los. Elektroenergie. Upsi. Alter, wenn da jetzt was drin ist, dann denkt jeder, ich hätte es geschnitten. Glänzt auf jeden Fall geisteskrank. Aber das heißt ja nichts, wie wir alle wissen. Enteron. Früher war es immer cool, wenn es dann geglänzt hat. Wusstest du, da kommt was auf dich zu. Bildtransfer. Da ist schon die erste Reverse Porygon. Ein Rattan und das war nix leider. Denn wir haben jetzt ein Unona EX. Also. Schweren kann man sich da eher weniger. Ja, wenn ihr Bulk braucht, schreibt mir gerne. Ich kann da gerne was raussuchen. Dazu auch die kleine Werbung. Schaut gerne auf meinen neuen Discord vorbei. Kommt dort vorbei. Wir können uns da gerne austauschen. Dort werden auch die ganzen Videos, da werdet ihr immer direkt benachrichtigt, falls ihr das überhaupt wollt. Und ich habe hier schon die ganze Zeit mein Mikrofon im Bild. Das ist Professionalität, die ihr nur auf meinem Kanal PokéDentist findet. Das freut mich also sehr, dass ihr darauf Acht gebt, dass ihr so einen qualitativ hochwertigen Kanal abonniert habt. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal vielen Dank für die 2000 Abos. Auch alle anderen Abos vorher, was gar keinen Sinn macht, weil die ja in den 2000 drin sind. Ich bin ein Mathe-Genie. Und damit würde ich sagen, Daumen nach oben. Oh, guck mal, Lichtspiele. Nee, das ist mein Daumen. Ach Gott, es wird immer unangenehmer. Ich muss jetzt mal ganz schnell weg hier. Und deswegen würde ich sagen, ciao, ciao. Willkommen bei PokéDentist. Hier fängt der Spaß an. Gemeinsam mit euch Booster öffnen, das ist mein Plan. Tägliche Shorts und wöchentliche Videos, klar. Auf YouTube und Instagram.